Am 29. Mai ist in Berlin ein großes Konzert mit vielen bekannten ukrainischen Interpreten geplant. Es ist auch ein Auftritt von Kalush Orchestra angekündigt worden. Die sind ja aktuell Gewinner von Eurovision 2022. Also sie haben vor 2 Wochen Eurovision Grand Prix gewonnen. Und es haben auch sehr viele Stimmen bekommen. Aus ganz Europa, kann man sagen. Und viele fragen, warum es so wenig Informationen jetzt in der Presse über dieses Konzert gibt. Das ist schwer zu sagen. Also es gibt auch in den russischsprachigen Medien in Deutschland wenig Informationen über dieses Konzert. Ja, die Organisatoren haben es bei Facebook gepostet, aber ansonsten gibt es wenig Informationen, welche Gruppen auftreten. Es sind einige genannt worden. Manatic, Akian Else, Tina Karol und Max Barski wird auch zumindest einigen Medien genannt. Ob sie jetzt alle in Berlin live auftreten, das weiß man nicht so genau. Aber es ist ein interessantes Bundesprogramm, denke ich mal. Also wenn wirklich alle auftreten, die auf dem Papier stehen, wird das ein, sind schon sehr, sehr namhafte ukrainische Interpreten und sind sehr bekannt, auch in der Ukraine und europaweit. Und das wird schon ein Konzert der Superlative, wenn man die ganzen Namen liest. Und ich denke, man kann schon gespannt sein, wie viele Menschen dann zu diesem Konzert kommen werden. Also wir haben jetzt gestern eine Umfrage durchgeführt und wen man am meisten bekannt ist von diesen Interpreten, und Manatic hat schon die meisten Stimmen bekommen. Und dann kommt auch Akian Else, also sie sind schon sehr, sehr populäre Gruppen, auch unter Russischsprachigen in Deutschland. Und ich denke schon, dass viele Menschen dieses Konzert live am Brandenburger Tor in Berlin erleben wollen. Und es geht los um 20 Uhr und es wird wohl so gegen 22, 23 Uhr zu Ende sein. Ich habe jetzt bisher keine Sender in Deutschland gefunden, die es übertragen werden. Also ich glaube, das erste Konzert in diesem Format wurde von ProSieben übertragen. Aber ich glaube, dieses Konzert, das am 29. Mai stattfindet, wird wohl in Deutschland nur online zu sehen sein. Also wir werden auf jeden Fall einen Link machen zu den ukrainischen Sendern, die das Ganze live übertragen. Und vielleicht auch kann jemand noch eine Übertragung online finden.